der Hund. Das stimmt nicht, Mutter. Ich habe Sie ausdrücklich gebeten, auf die Ergebnisse vom Geologischen Institut zu warten. Jawohl. Und nicht nur einmal. Wie? Ja, Schwester Hildegard, ja, gerade. Schaut euch das mal an. Ich jetzt nach München. Bitte, Mutter, die Premiere des Musicals ist in 3 Wochen. Was ist? Der Wahlkampf. Was ist los? Na gut, wenn Sie unbedingt darauf bestehen, gelobt sei Jesus Christus. Oh. Na, es steht alles in der Zeitung. Bankrott nach dem Vorbild von meinem Roman. Und dass die Kripo bei uns im Mutterhaus war. Sogar, dass Sie das Geld bei mir in der Schublade gefunden haben. Na ja, schöne Werbung, würde dein Herr Stolpe sagen. Oh, erwähnt doch den Namen nicht. Der Herr Stolpe hat doch der Presse alles prüfbar erzählt, dieser Unglückswurm. Und jetzt will Bischof Rosbauer, dass ich mein Wort zum Sonntag aussetze. Was? Bis Gras über die Sache gewachsen ist. Aber das war doch so toll. Hildegard, gib's zu, das war doch viel zu viel Stress für dich. Hm? Stimmt. Aber es war so schön. Mein ganzes Leben lang war ich niemand. Und jetzt war ich wer. Sogar Autogramme musste ich geben. Du, das nennt man bei uns Eitelkeit. Danke. Und Hochmut. Danke. Jetzt vergiss die ganze Sache. Hilf mir lieber, eine Ausrede zu finden, dass ich nicht nach München muss. Was? Ja, der reumütige Heimkehrer. Sie kennt die Nummer ja. Moment mal. Frau Laban, sorgen Sie dafür, dass dieses Parkschild von dem Dr. Allgäuer wegkommt, ja? Ah, die neuen Plakate sind ja da. Sagen Sie, haben Sie den Text gemacht? Ach, der Herr Hausmann, ja. Ja, wieso werde ich eigentlich nicht gefragt, Zwischenfrage? Wann denn? Hä? Die paar Stunden, die Sie halbwegs nüchtern waren, da standen Sie am Rednerpult in irgendwelchen Kneipen und Bierzellen. Ja. Ach, was ganz anderes. Haben Sie gestern zufällig die Sendung gesehen mit dem Franziskanerpater aus Amsterdam? Nein, schade. Weil der hat nämlich einen Schönheitswettbewerb angeleiert, europaweit. Nein, was Sie immer denken, nicht Männer. Nonnen. Miss Nonne. Nonnen? Wer kommt denn auf sowas? Ja, aber das ist doch eine gute Werbung für diesen Beruf. Und so ein Leben als Nonne, das ist doch heute viel interessanter und aktueller, als viele denken. Mein Büro. Da, das ist sie, die Obernonne. Hä? Die kenne ich. Und sie mich wahrscheinlich auch. Ich habe versucht, sie zu interviewen, als die Kripo im Mutterhaus war. Aha. Was heißt Versuch? Na, sie hat natürlich abgelehnt und ist weitergegangen. Ach so. Na, also da würde ich mir keine Gedanken machen. Ohne Make-up und mit einer anderen Frisur erkennt sie ihre eigene Mutter nicht wieder. Ich fahre sie in die Redaktion. Sie ziehen sich um und machen sich zurecht, ne? Entsprechend. Und dann zeigen sie, was sie können. Also ich weiß nicht, Herr Dr. Allgäuer. Weiß mein Chef wirklich, was Sie da von mir verlangen? Er hat sie mir sogar wärmstens empfohlen. Und gemeint, sie hätten das Zeug dazu, es noch sehr weit zu bringen in ihrer Branche. Und außerdem geht es natürlich auch um die Zukunft ihres Verlages und der Redaktion hier in der Stadt. Denn wenn ich die Wahl verlieren sollte, dann hat ihr Chef viel Geld auf den falschen Mann und die falsche Partei gesetzt. Und Sie wissen, was das bedeutet. Die Sache hier, die stinkt zum Himmel. Wissen Sie eigentlich, wie oft in den letzten 9 Jahren dieses Kloster hier hin und her geschoben worden ist? 9 Mal. 9 Mal? Ja, und jedes Mal, bis aufs letzte Mal, hat diese Oberin dabei Hunderttausende Gewinn gemacht. Wenn nicht gar Millionen. Ja, und der Wöller hat garantiert die Hand dabei aufgehalten. Sie glauben, die Oberin hat ihn geschmiert? Ja, aber was denn sonst? Ich meine, so blöd kann doch keiner sein, dass er sich so dermaßen über den Tisch ziehen lässt. Oh. Mein Käsekuchen und mein Kaffee. Genau. Und wem haben Sie das zu verdanken? Ihnen? Nein, ich meine Schwester Hanna, die sich für Sie krummgelegt hat und für Sie Kopf und Kragen riskiert hat bei der Mutter Oberin. Ja, ja, ja. Und meinen Sie nicht, dass Sie tief in der Schuld dieser Frau stehen und endlich mal was für Sie tun könnten? Ja, klar. Aber was?
Ja, Sie bei diesem Schönheitswettbewerb anmelden. Frau Laube, das ist nicht Ihr Ernst. Ja, warum nicht? So ein bisschen Anerkennung tut einer Frau gut und vor allem einer wie Schwester Hanna. Meinen Sie? Ja, meine ich. Alles, was wir brauchen, ist ein tolles Foto und ein Sponsor. Mhm. Sie zum Beispiel, der bereit ist, 3.000 Euro für eine holländische Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. 3.000? Also der Pater langt ja richtig. Aber gut, ich bin dabei. Haben Sie ein Foto? Ja, schon, aber kein so richtig tolles. Dabei ist sie doch eine so gut aussehende Frau. Wem sagen Sie das, Frau Labern? Wem sagen Sie das? Eine Kamera habe ich ja. Aber wenn sie merkt, dass man sie fotografiert, dann fliegt ja alles auf, weil... Freiwillig mitmachen, tut die da nie im Leben. Ja, dann geben Sie mir die Kamera und recherchieren Sie, wo die Schwester Hanna sich rumtreibt. Ich mache das Foto. Ja, und wie wollen Sie das hinkriegen? Wo ein Wöller ist, ist auch ein Weg. Ja, das hilft mir jetzt herzlich wenig. Ah, da kommt sie gerade. Vielen Dank. Tut mir leid, Alex. Es ging einfach nicht schneller. Kannst du nicht einfach mal ein paar Wochen Urlaub nehmen? Ich meine, sonst wird diese Premiere eine Katastrophe. Ach, wird sie nicht. Die Choreografien stehen alle, bis auf eine. Ja, aber das muss alles ineinander greifen. Das wird schon, das wird schon. Also, Herrschaften, mal alle herhören. Der Stuhl in der Mitte, das ist der Scheiterhaufen, auf dem Esmeralda verbrannt werden soll. Und ihr seid der sensationslüsterne Plebs, der Mob. Auf der einen Seite die Hasserfüllten, die Fanatischen, und auf der anderen Seite die Mitfühlenden, die Mitleidenden. Und das wird euch Schwester Hanna jetzt beibringen. Also, ich würde sagen, wir fangen an mit den Hasserfüllten. Wenn ihr einen Moment an die Seite gehen könnt und ihr Aufstellung nehmt. Also, ich habe mir Folgendes gedacht. Und zwar, Schritt seit. Eins. Und dreh. Geh tief. Und zieh lang. Rum. Hoch. Und dreh. Oh. Entschuldigung, ich wollte nicht stören, ich bin's nur. Was soll das denn? Herr Wöller! Ja, Entschuldigung. Wer finanziert denn dieses Spektakel? Ich, das heißt die Gemeinde. Also wird man sich doch noch ab und zu ein Bild machen dürfen von dem Fortschritt der Inszenierung. Herr Wöller, geben Sie mir den Fotoapparat. Das geht leider nicht, der gehört auf Alabern. Aber bitte, wenn ich störe, gehe ich halt wieder. Ja? Wie sagt man so schön? Toi, toi, toi. Also, nochmal von vorne. Also gut. Das habt ihr? Gut, dann geht's weiter mit den Armen. Pass auf. Und eins, zwei, zieh runter. Wöller, du bist genial. Und falls unsere Mutter Oberin uns nicht glauben sollte, können wir sie dann an Sie verweisen? Also jetzt mal ehrlich, Schwester. Eure Hildegard ist doch nicht wirklich krank, hm? Naja, nein, aber unsere Hildegard ist echt im Stress. Schon gut. Und was die Frau von unserem Polizisten Meier angeht, sagen Sie ihr einen schönen Gruß von mir. Hm? Und dass ich ihr in diesem Fall dringendst von einer Hausentbindung abrate, auch wenn die Hebamme 100-mal behauptet, Steißgeburten im Schlaf zu beherrschen. Aber die Frau Meier will keinen Kaiserschnitt. Aber wenn sie einen braucht, dann ist sie wenigstens schon in der Klinik. Mein Gott, dann soll ihr Mann sie halt verhaften und in die Klinik einliefern, wenn es soweit ist. Wachtmeister Meier fühlt sich leider nicht zuständig, was das Baby betrifft. Wieso? Die Früchte der anderen können bitter schmecken. Wie bitte? Er glaubt, der Vater sei ein anderer Mann, weil er zum Zeitpunkt der Befruchtung gar nicht in Kaltental war. Ach, Blödsinn. Blödsinn? Ich war ja praktisch mit dabei, als die beiden... Ich meine... Wie jetzt? Auf dem Feuerwehrball vor 9 Monaten. Da werde ich auch immer eingeladen. Und eine der Bedienungen hat sich an einem Glas geschnitten. Und als ich meine Arzttasche aus dem Wagen holen wollte... Da haben's Herr Meier und seine Gattin miteinander im Streifenwagen. Verstehe. Und das können Sie bezeugen? Alles, was recht ist, Schwester. Aber ich möchte in der Gemeinde nicht als Spanner diffamiert werden. Bitte behalten Sie das für sich. Der Herr Meier. Grüß Gott. Grüß Gott, Schwester. Ich komme auf Ihre Anzeige. Also, ich meine Ihre Werbung auf Ihrer Internetseite, dass Sie neue Novizinnen suchen. Sie wollen... Das ist ja toll. Der Koffer. Ich bin Lela. Und auch noch neue Novizin.
Camilla Glaser. Tja, dann komm mit, ich stell dich den anderen vor. Muss man als Novizin barfuß laufen? Nein, aber man darf. Gott sei Dank, erwische ich Sie endlich. Nein, nein, nein und nochmals nein. Das sagen Sie jedes Jahr. Und dann sind Sie doch immer wieder die Glanznummer des Abends. Das mag ja sein, Frau Dornfelder, aber diesmal muss ich 4 Wochen Wahlkampf in einer Woche absolvieren. Ich habe nicht eine Minute Zeit für solche Mätzchen. Mätzchen. Unsere Wohltätigkeitsgala für die Bedürftigen und Notleidenden der Gemeinde. Nennen Sie Mätzchen? Nein, nein, nein. Jetzt drehen Sie mir doch nicht das Wort im Mund um. Mäzen, habe ich gesagt. Das ist unsere Küche. Und das ist unser Telefon. Kloster Kaltental, Schwester Lela? Ich möchte Schwester Hildegard sprechen. Das geht im Augenblick leider nicht, ehrwürdige Mutter. Schwester Hildegard liegt auf unserer Krankenstation. Was hat sie? Dr. Mertens meint einen Nervenzusammenbruch. Dr. Mertens? Soll das heißen, Sie haben einen Arzt bemühen müssen? Naja, ja. Und wo ist Schwester Hanna? Richten Sie ihr aus, sie kann ihre Sachen packen. Und nach Berlin zurück, wenn sie nicht bei mir erscheint. Und zwar umgehend. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, ehrfürchtige Mutter. Hat die von Dornfelder Sie noch erwischt? Ja, die habe ich eben im Vorübergehen verarztet. Hier, Ihre Kammer. Sie haben den Blitz nicht ausgeschaltet, ich konnte nur ein Foto machen. Da, sag, ist das nicht der goldene Schuss? Noch dazu ohne Haube. Toll, jetzt brauchen wir nur noch den Text. Mhm. Aber er darf nicht mehr als 140 Worte haben. Wo ist das Problem? Schreiben Sie. Unsere Schwester Hanna zeichnet sich nicht nur durch einen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen aus. Nein, sie versteht es auch, dieses Gute aus jedem herauszuholen. Notfalls mit der Klugheit der Schlange, falls sie es nicht mit der Sanftheit der Taube schafft, wie der Herr, dem sie ihr Leben zu opfern bereit ist, es vorgesehen hat im Neuen Testament. Ich verstehe jetzt, warum es Menschen gibt, die aus heiterem Himmel zu Amokläufern werden. Frau Reuter. In meinem ganzen Leben bin ich noch nie so an der Nase herumgeführt worden wie von dieser Frau. Schwester Hildegard? Nein, die liegt dank Ihnen mit einem Nervenzusammenbruch im Bett in Kaltental. Wegen mir? Aber das Wort zum Sonntag ist doch vom Sender und Dr. Kirchhoff abgesagt worden. Jetzt vergessen Sie mal Schwester Hildegard. Es geht um Ihren Liebling, Schwester Hanna. Liebling? Herr Rossbauer, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Das heißt hier, lesen Sie selber. Der letzte Abschnitt. Somit kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Abbau von Indium auf dem Klostergelände wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ach du heiliger Benedikt. Und Schwester Hanna hat das gewusst und mit Wöller gemeinsame Sache gemacht. Frau Reuter, ich war persönlich zugegen, als Schwester Hanna Sie gebeten hat, das Gutachten abzuwarten. Aber Sie haben natürlich wieder mal nicht hingehört. Das Herz... Nein, nein, Moment. Die Seele unserer Stadt ist das kleine Kloster Kaltental und die Schwester Hanna neben all ihren Pflichten und Aufgaben noch die Zeit findet, blendend auszusehen und das zu der Freude von ihren Mitmenschen. Und? Genau 140. Genial. Ja. Das haben Sie so schön gesagt. Mhm. Also, falls mein Konrad mir jenen Heiratsantrag machen sollte, würden Sie da die Rede halten? Nach der Standesamtlichen beim Essen im Ochsen? Und vielleicht auch etwas ähnlich Nettes sagen über mich? 140 Worte werden niemals ausreichen, Ihre ganzen Qualitäten zu würdigen. Ach, Sie. Ach, das ist aber wirklich ein hübsches Foto. Gelle? Also schicken Sie es los. 3 Millionen Euro, Herr Rossbauer. Und wofür? Ich würde sagen, falls Herr Wöller am Sonntag tatsächlich als Sieger aus den Wahlen hervorgeht, dann denke ich, es hat sich gelohnt. Könnte ich jetzt freundlicherweise einen Kaffee haben? Ja, bitte bedienen Sie sich. Es ist mein voller Ernst. Jetzt stellen Sie sich vor,
Dieser rechtsradikale Dr. Allgeier würde gewinnen. Das wäre ja nicht zum Aushalten. Wo sind denn meine Kekse? Hallo, Frau Dr. Reuter. Also wenn das so ist, dann eben nicht. Au! Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so viel barfuß rumlaufen. Da muss noch Annika dran. Wie ich sehe, haben Sie ja sogar einen Computer. Ja, von der Mutter Oberin. Kloster Kaltenthal. Ich bin's nochmal. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Ich komme persönlich nach Kaltenthal mit Bischof Rossbauer. Sorgen Sie dafür, dass alle im Haus sind, wenn wir kommen. Aber... Gelobter Jesus Christus. Amen. Exzellenz, wo bleiben Sie? Die Kekse sind hier. So schwer kann es doch nicht sein, eine Tasse Kaffee einzuschenken. Herr Rossbauer, ihr... Ja, wie? Ja, wie denn? Felicitas! Sie hat doch gar kein Auto. Aber Bischof Rossbauer. Ach, du Schande. Und ich wollte zum Mittagessen die Reste von gestern aufwärmen und jetzt... Was ist denn nun schon wieder los? Alarmstufe 1, die Mutter kommt. Zu Fuß etwa? Nein, mit dem Auto, mit Bischof Rossbauer und ich weiß jetzt nicht, was ich kochen soll. Mich kannst du vergessen. Mir ist schlecht. Mich kannst du auch vergessen. Ich mache einen Krankenbesuch. Also, ich kümmere mich um Frau Meier. Ja, und ich? Was wird jetzt aus uns? Camilla? Imro? Ah! Der Computer, der verlangt irgendwie nach einem Passwort. Können Sie mir da kurz weiterhelfen? Ja, natürlich. Wir müssen es jeden Monat ändern. Diesen Monat heißt es, glaube ich, Quasimodo oder so. Aha. Aber können Sie das später machen, bitte? Ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie kochen? Für einen Hausgebrauch reicht schon. Ich würde sagen, wir veredeln die Reste von gestern zu einer Gemüsesuppe. Und dazu gibt es geröstetes Brot und mein selbstgemachtes Kräutermus. Oh Gott, die Polizei. Kollegen, ihr wisst, weshalb wir hier sind. Herr Meier, was soll das denn werden? Bis Gott. Großeinsatz, Schwester. Aber keine Angst, in 1-2 Stunden sind Sie uns wieder los. Großeinsatz? Ja, wieso? Wir führen die Zwerge im Wald wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zu. Zwerge. Ach, das kann Ihnen Schwester Agnes erklären. Kollegen, alles mir nach. Na, der wird sich wundern. Waldzwerge? Ja, eine tragische Geschichte. Gartenzwerge. Ich darf gar nicht daran denken. Und Sabine? Und Max? Was ist denn los? Wir machen eine kurze Pause. Jetzt hören Sie doch mal auf zu spielen, Mann! Tut mir leid, Alex, aber ich fürchte, ihr müsst ohne mich auskommen. Aber die Choreografie steht jetzt, der Rest ist reines Training. Das sagst du so. Wir wollten doch den künstlerischen Ablauf in der Liebesszene festlegen. Schon vergessen? Ja, aber das hat ja noch Zeit. Nein, das hat es nicht. Ich habe dieser Frau Dornfelder versprochen, dass unsere Münchner Stars sie auf der Wohltätigkeitsgala nächste Woche zum Besten geben. Was? Ja, das ist doch die beste Werbung für unser Stück und für die Premiere. Naja, dann müssen wir das auf morgen verschieben. Ich muss jetzt jedenfalls sofort zurück ins Kloster. Aber warum denn, Hanna? Weil ich sonst nach Berlin strafversetzt werde. Also, ich rufe dich an, sobald ich Land sehe, ja? Tschüss, bis dann. Ciao, bis morgen. Tschüss. Alles zurück auf Anfang. Wir probieren es nochmal von vorne. Wachtmeister Meier.
Meyer behauptet doch immer, sein Baby kann gar nicht von ihm sein, weil er zum fraglichen Zeitpunkt auf Fortbildungskurs in Wiesbaden war. Also die Neurosen von Wachtmeister Meyer interessieren mich im Moment herzlich wenig. Trotzdem, was der Herr Meyer nicht mehr weiß, vermutlich weil er einen Blackout hatte, ist, dass er sich nach dem Ball der Freiwilligen Feuerwehr mit seiner Trude, wie soll ich sagen, romantisch betätigt hat. Und das in seinem Streifenwagen. So, das ganze Kommando halt. Jeder von euch schnappt sich 2 oder 3 Gartenzwerge. Meier, welche Zwerge? Ja, die... Also, alles zurück. Wir durchkämmen jetzt weiträumig dieses Gebiet hier, ja? Jeder im Abstand von ungefähr 10 Metern. Falls der Täter die Zwerge irgendwo weggeworfen oder versteckt haben sollte. Das stehe ich nicht durch. Herr Meyer, was ist denn hier los? Seine Gartenzwerge haben sich in Luft aufgelöst. Hä? Operation Schlag ins Wasser ist hiermit ergebnislos beendet. Ehrlich, ich würde den Meyer am liebsten bei Ihnen auf der Krankenstation lassen. Der ist total am Ende. Gartenzwerge? Und seine Frau kann jeden Moment das Kind kriegen? Tja, aber dafür fehlen ihm die Nerven. Wo es doch nicht mal sein Kind ist, wie er steifenfest behauptet. Steigen Sie aus. Sie sollen aussteigen. Ich muss mit Ihnen reden. Unter 4 Augen. Kommen Sie. Ja, Herr Doktor? Na? Sind Sie fündig geworden? Tut mir leid, nein. In der Buchhaltung sind keine Hinweise zu finden und in den E-Mails ans Rathaus auch nicht. Ja, dann fabrizieren Sie halt welche. Das dürfte Ihnen doch nicht so schwer fallen. Beweise fälschen? Nein, ich würde sagen, der Wahrheitsfindung etwas nachhelfen. Ich? Ja, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Da kommt, wir eben Schluss machen. Ja, okay, Mami. Mhm, bis dann. Tschüss. Ja, wie? Ach so, ja, Sie müssten die Frau... Glaser. Camilla Glaser. Darf ich Sie fragen, was Sie an unserem Computer machen? Ach, ich habe nur kurz meine Mails gecheckt und beantwortet. Schwester Agnes hat mir das Passwort verraten. Ach so. Ja, dann... Ich bin Schwester Hanna. Das ist Wachtmeister Meyer. Angenehm. Und wo ist Agnes? Die holt was im Keller. Ich müsste kurz mit Herrn Meyer alleine sein. Dann schaue ich nach Schwester Hildegard. Ja, ja. Setzen Sie sich. Jetzt sagen Sie schon, Schwester, was ist? Wissen Sie etwa, wer die gestohlenen Gartenzwerge gestohlen hat? Gleich, Herr Meyer. So, jetzt zu Ihnen. Ich habe keine Ahnung, was Ihre Gartenzwerge angeht. Dafür weiß ich, wo Ihr Baby herkommt. Ich meine, wer der Vater ist. Und das ist kein Gartenzwerg und kein Chiropraktiker, sondern ein Polizist in Uniform. Ach so, ich? Ha, wer sonst? Schwester, Sie wissen genau, dass ich es nicht gewesen sein kann. Und ich weiß sehr wohl, dass Sie es gewesen sind. Und wann und wie und wo soll das gewesen sein? Das war beim Feuerwehrball mit Ihrer Trude in Ihrem Streifenwagen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, weil Sie zu betrunken waren. Und danach mussten Sie nach Wiesbaden zu Ihrem Fortbildungskurs. Im Streifenwagen? Mhm. Ich habe sogar einen Augenzeugen, wenn Sie drauf bestehen. Aber dann bin ja doch ich. Der Vater. Oh, Meyer! Katastrophe! Trude! Die Hebamme ist durchgedreht und Schwester Felicitas hat den Notarzt gerufen. Und jetzt sind sie alle im Krankenhaus. Mein Kind! Herr Meyer! Ganz ruhig! Ui, er kommt.
Aber zum Glück ohne die Mutter. Aber warum denn diese ganze Aufregung und die Polizei und das alles? Hat das was mit dem Kauf des Klosterwalds zu tun? Ja, ja, klar. Ja. Schwester Hildegard, wenn ich geahnt hätte, dass Sie sich das alles so zu Herzen nehmen, dann hätte ich natürlich... Schon gut, Exzellenz. Sie trifft ja keine Schuld. Schuld ist mein sogenannter Agent, der Herr Stolpe. Und dieser ganze Wirbel in der Boulevardpresse. Ach nein, das sind Sie. Ich habe davon gelesen. Die Kriminalbuchautorin mit dem Bankeinbruch. Guten Tag. Darf ich vorstellen, das ist Frau Glaser, die sich bei uns als Novizin bewerben möchte. Seine Exzellenz Bischof Rossbauer. Na, wenigstens etwas Erfreuliches. Und was Ihr Wort zum Sonntag angeht, werde ich noch einmal in einigen Wochen beim Sender vorstellig werden, wenn etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Und wir beide sollten uns überlegen, wie wir Frau Reuter davon überzeugen, dass sie mit dem Kauf des Klosterwalles eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen hat. Gerne, Exzellenz. Aber vielleicht nach dem Essen und privat? Ach so, ja. Natürlich. Aber wo ist die ehrwürdige Mutter denn jetzt? Ach, endlich, Herr Dr. Leinweber. Ich grüße Sie. Nein, nein, ich hätte nur eine Frage. An dem Wochenende, wo Sie auf Fossiliensuche waren, haben Sie da zufällig mit jemand über das Indiumvorkommen im Klosterwald gesprochen? Was Sie nicht sagen. Vielen Dank. Herr Stolpe! Oh. Sind Sie mit dem Wagen da? Ja, warum? Sehr gut, kommen Sie. Mir tut das alles so fürchterlich leid. Auch, dass Schwester Hildegard das Wort zum Sonntag verliert ist. Das können Sie alles Ihrer Schwester Hildegard persönlich sagen. Sag mir Bescheid, wenn es da ist. Ja, 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 ja. Ja, wie? Sie? Was wollen Sie denn hier? Wo ist Trude? Ihre Gattin ist noch im OP. Sie machen einen Kaiserschnitt. Oh Gott. Oh Gott. Können Sie vom Glück sagen. Schwester Felicitas hat die Initiative ergriffen und den Notarzt gerufen. Sie waren etwa dabei? Entschuldigen Sie. So wie Sie Ihre Frau behandelt haben in den letzten Monaten. Und verzweifelt wie sie war, da hat sie mich gebeten, ihr Beistand zu leisten. Und als ihr Chiropraktiker und Ansprechpartner war, ist meine Pflicht, ihr zu helfen. Kann ich da jetzt rein? Nein. Und? Was ist? Ja, das habe ich gern. Erst kein Vater und jetzt zwei. Jetzt sagen Sie schon. Wie geht es Trude? Und was ist mit dem Baby? Ihr Sohn ist wohlauf. Und Ihrer Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Sohn und Trude. Mein Gott, es interessiert mich halt. Ich meine, es ist doch wirklich komisch, dass das Kloster ständig hin und her verkauft wird. Keine Ahnung, da musst du Hannah fragen. Bin ja auch erst ein paar Monate hier. Ich sag dir, die wird wie neu. Der Herr Pfarrer wird sich freuen. Ich hab's gefunden! Ich wusste doch, dass wir noch eins haben. Es gehörte Schwester Barbara. Sie hatte ungefähr die gleiche Größe wie du. Es müsste dir passen. Probier's doch mal. Meint ihr wirklich? Ja! Ja, du musst das mal erleben, was das mit dir macht. Deine Sachen kannst du anbehalten. Wir helfen dir dabei. Na komm! Das ist... als würdest du mit einem Schlag ein anderer Mensch. So, als würdest du dich beschützen. Fast so, wie wir uns als Kinder in einer kleinen Hütte verkrochen und uns völlig geborgen gefühlt haben. Genau. Und für die Menschen draußen sind wir in unserem Habit sowas wie Schutzengel, denen sie ihre Nöte und Sorgen anvertrauen können. Ja. Und das ist zwar nicht immer leicht, aber dieses heilige Gewand gibt dir eine ungeahnte Kraft. Und zum Friseur musst du dann auch nicht mehr. Geht's? Ja. So. Lass dich anschauen. Es ist wie für dich gemacht. Wie schön. Eine neue Novizin. Jetzt guck doch nicht so. Du wirst dich schon dran gewöhnen. Wo ist denn der Spiegel? Hier. Hier gibt's keinen Spiegel im Kloster. Ja, wo ist denn der Hermann?
Der soll ja jetzt immer am Stammtisch vom Dr. Allgeier sitzen. Aha. Im goldenen Hirschen. Ja, passt auch hin, der Hirsch. Ich meine, man kann es ja nicht allen recht machen. Ich hätte gern eine Bratensülze und ein schönes Hirsch. Ja. Danke. Ja, Herr Gierke, Sie hier? Wieso nicht auch bei der Konkurrenz im goldenen Hirschen? Sie wissen genau, dass ich als Journalist der absoluten Objektivität, sprich Unparteilichkeit, verpflichte. Jetzt hören Sie auf mit dem Gesülze. Setzen Sie sich, Sie wollen doch was von mir. Ihren Arsch retten, Herr Wöller. Oh Gott, wie vornehm. Ich weiß nur so viel, dass der Allgäuer eine Reporterin vom Verlag aus München hier direkt inkognito anschleusen will. Ja und? Der Allgäuer ist felsenfest davon überzeugt, dass bei den Immobiliendeals zwischen Ihnen und der Mutter Oberin nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Na klar. Weil die schwarze Mamba uns immer reingelegt hat nach Strich und Faden. Aber diesmal, zur Abwechslung, ist sie die Dumme. Aber unterm Strich hat die Oberin im Laufe der Jahre gut und gerne 4 Millionen Gewinn gemacht. Und das Kloster gehört ihr auch noch. Ach so. Und der Allgäuer meint, ich hätte da die Hand aufgehalten, oder was? Naja, sowas soll in politischen Kreisen schon mal vorgekommen sein, oder? Also, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Aber vielen Dank für den Tipp. Ja, danke. Die Trude hat eben ihr Kind bekommen. Die Meier-Trude? Ja, genau. Unser Wachtmeister Meier ist jetzt stolzer Vater. Toll. Habt ihr das gehört? Der Wachmeister Meier ist Vater geworden. Also ich gebe jetzt mal eine Lokalrunde aus. Ja? Und Moment, das ist noch nicht alles. Also am Wahltag bitte ich, das Kreuz hinter dem richtigen Namen zu machen. Ne? Meinem. Ach, Frau Dr. Reuter. Setzen Sie sich. Jawohl. Hier. Guten Tag, ich bin Herr Gierke. Was ist das? Ein Gutachten vom Bundesamt für Geologie, in dem mir mitgeteilt wird, dass der Abbau von Indium auf dem Klostergelände unrentabel ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Herr Wöller, seit Sonntag vor einer Woche wissen Sie von Herrn Dr. Leinweber, dass Ihre Hoffnung, statt mit Gold nun mit Indium ein Vermögen zu machen, sich zerschlagen hat. Indium, was ist das? Ein Waschmittel? Geben Sie sich keine Mühe, Herr Wöller. Sie haben mich reingelegt. Aber geben Sie wenigstens zu, dass Schwester Hanna mit Ihnen gemeinsame Sache gemacht hat. Schwester Hanna mit mir? Warum sollte sie? Um Sie hier im Kaltental zu halten und Ihnen zur Wiederwahl zu verhelfen. Also und was Ihre Intrigenspielchen mit Schwester Hanna angeht, damit ist jetzt endgültig Schluss. Schwester Hanna wird nach Berlin zurückgehen. Also, hat sie es gewusst, ja oder nein? Ja, Moment, das können Sie doch nicht machen. Hat sie es gewusst, ja oder nein? Und überlegen Sie jetzt gut, was Sie sagen. Das ist Ihre letzte Chance. Okay. Sie hat es gewusst, aber... Danke, Herr Wöller. Tja, Herr Wöller, was soll ich sagen? Soll ich mit der Story warten bis nach der Wahl? Sie haben das alles geknipst? Das geheime Treffen im Ochsen. Die Geldübergabe. Alles hier drauf. Gerke, Sie sind der Größte. Ja, ich habe es gewusst. Aber sie hat mich nur gefragt, ob ich den Dr. Leinweber gesprochen habe. Und das habe ich nicht. Das war der Herr Wöller. Naja, und dann wollte ich halt irgendwie wieder gut machen, was sie mit dem Herrn Wöller angestellt hat. Mit diesen angeblichen Goldfunden. Ist ja gut. Mir brauchen Sie das nicht zu erklären. Hanna, schau mal. Sieht sie nicht toll aus? Wo habt ihr das denn her? Das ist das alte von Barbara. Es passt Camilla wie angegossen. Wir haben einen Jungen! Stellt euch vor, die Frau Meier, sie hat es geschafft. Ach, Gott sei Dank. Und was ist es denn? Na, ein Junge. Kleiner Herr Meier. Ja, und was ist mit Herrn Meier? Also, der sitzt bei seiner Trude und heult Rotz und Wasser. Na, endlich. Ach, was haltet ihr alle davon, wenn wir gemeinsam in die Klinik fahren? Autos haben wir ja genug. Ja, ja. Ach, du Schande. Die Mutter. Ich schlage vor, Sie lassen mich reden und halten sich zurück. Ja. Frau Reuter, was für eine Überraschung. Schwester Hanna, dürfte ich Sie kurz unter vier Augen sprechen? In der Kapelle vielleicht.
Wie Sie wünschen. Also, wenn ich da etwas bemerken darf, Frau Reuter. Wer ist das? Das ist Camilla. Ich meine Frau Glaser. Sie will sich bei uns als Novizin bewerben und wir haben das Habit nur mal ausprobiert. Aha. Kommen Sie. Schwester Hildegard, glauben Sie mir bitte, das tut mir alles. Hören Sie doch auf, Sie! Sie Unglücksrabe! Und dann schleppen Sie auch noch die Mutter hier an. Und jetzt fährt Bischof Rossbauer weg. Aber was macht denn diese Reporterin da? Ich gehe mich da mal wieder umziehen. Noch dazu in Nonnenverkleidung. Was? Ja. Das ist doch diese Maria Gasser. Das ist diese Klatschspaltenreporterin vom Nachtexpress. Oh mein Gott. Setzen Sie sich. Ich höre. Und bitte keine Ausflüchte. Nichts als die Wahrheit. Gut. Wo soll ich beginnen? Vielleicht damit, wie Sie Ihr Goldkettchen haben einschmelzen lassen und es als Köder für Herrn Wöller im Kloster. Ja, gut. Ich gebe es zu. Ich habe versucht, Herrn Wöller vor einem Verfahren wegen Veruntreuung von Treuhandgeldern zu bewahren. Und ihn weiter im Rennen zu halten, im Wahlkampf gegen diesen unsäglichen Dr. Allgeier. Das ehrt Sie sehr, diese ungemeine Loyalität zu Herrn Wöller. Nur wie steht es mit Ihrer Loyalität zu mir? Sie werden es sicher nicht verstehen, aber ich habe es auch Ihnen zuliebe getan. Mir zuliebe? Ja, Mutter. Weil der Gedanke, dass wir, unser Orden, das Leben und die Karriere eines Menschen, und sei es auch nur die von Herrn Wöller, ruinieren, und das alles nur wegen irgendwelcher finanziellen Vorteile, das darf doch nicht, das kann doch nicht sein, Mutter. Hätten Sie gern meinen Job? Ich tausche mit Ihnen. Mutter. Von Haus zu Haus eilen und Gutes tun. Das Geld mit vollen Händen links und rechts verteilen. Sich als heilige Hanna von Kaltental profilieren. Das würde mir Spaß machen. Was mit dem Orden passiert, der Mission und all den anderen Niederlassungen, das wäre dann ja Ihr Problem. Das ist nicht fair. Aber bitte, wenn Sie meinen, dass es dem Orden und dem Gemeinwohl dient, Kaltental aufzugeben, dann soll es wohl so sein. Ich möchte Sie nur bitten, Ihre Entscheidung meinen Mitschwestern persönlich mitzuteilen, weil ich bringe das nicht übers Herz. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Nehmen Sie mich mit. Ich muss mit Ihnen reden. Was habe ich gesagt? Von wegen Camilla Glaser. Das ist die Klatschreporterin Maria Gasser. Die hat mich erkannt und jetzt haut sie ab. Na, wenigstens etwas. Ich dachte schon, der Anblick von der Mutter Oberin genügt, um jede Novizin in die Flucht zu schlagen. Oh Gott, die Mutter. Und wie die aussieht, das sehe ich nicht durch. Meine Damen, bitte nehmen Sie Platz. Danke für Ihre Chauffeursdienste, Herr Stolpe. Aber wie Sie sehen, hat sich Schwester Hildegard erstaunlich schnell erholt. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Leider doch. Aber als Lela und Schwester Agnes mir das Habit angezogen haben und sie alle so lieb zu mir waren, da... Und wissen Sie, was das Traurigste daran ist? Mich kotzt es alles schon so lange an. Mein Leben, dieser rücksichtslose Job, dass ich drauf und dran war, alles hinzuschmeißen und tatsächlich bei Ihnen im Kloster... Also jetzt reicht's aber, Frau Gasser, ja? Entschuldigung. Setzen Sie mich doch bitte beim Ochsen ab, da steht mein Wagen.
Und vergessen Sie es einfach alles. Naja. Wenn es Sie beruhigt, das Kloster wird sowieso geschlossen. Was? Aber doch hoffentlich nicht wegen mir. Nein, wegen mir. Und ob Sie es glauben oder nicht, am liebsten würde ich auch alles hinschmeißen. Nach allem, was ich mir gerade anhören musste und wieder beim Theater anfangen. Theater? Ja. Ballett. Ich war mal Tänzerin in Berlin. Aber erst muss ich noch in die Klinik. Also wie dem auch sei, diese ganze unglückselige Affäre hat mich umso mehr in meinem Entschluss bestärkt, Kaltental aber nun wirklich, absolut, endgültig aufzugeben. Ich habe Lohr. Wenn die Oberin sie sieht, dann dreht sie durch. Von mir aus? Nein, das ist ein Minenfeld da drin, ehrlich. Die Mutter will das Kloster schließen. Schwester Anna hat sie wohl schon gefeuert? Was? Ja, ist jedenfalls vorhin wütend davongefahren, zusammen mit dieser Klatschreporterin vom Nachtexpress, dieser Maria Gasser. Aha. Ja, die sich hier als Novizin einschleichen wollte, aber zum Glück habe ich das im allerletzten Moment aufgedeckt. Aha, ja. Aufgedeckt. Und wo sind die hin? Die sind daraus. Mehr weiß ich nicht. Ich möchte Sie bitten, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen. In einem anderen Aufgabengebiet, in einer anderen Filiale tätig sein zu dürfen. Und Sie auch, Frau Dr. Dr. Reuter und ich. In irgendeiner Strafanstalt. Tüten kleben, Streicher zerschnitzen. Herr Wöller. Bestechung, Bestechlichkeit. Begünstigung im Amt. Schweigegeldzahlungen in Millionenhöhe. Suchen Sie sich was aus. Was reden Sie denn da? Schauen Sie, das Schöne ist, dass ich das alles beweisen kann. Hier mit Datum und Zeit. Wo die beiden Beklagten sich unauffällig im Ochsentreffen und wo der Umschlag mit dem Geld den Besitzer wechselt. Geld, das ist das Gutachten vom Bundesamt. Oh, das sagen Sie, Frau Dr. Reuter. Ich sage, da waren 50.000 drin, meine Provision, wie üblich. Das ist doch lächerlich. Und dann nochmal 100.000, falls Sie das Kloster schließen und die Gemeinde Ihnen das abkauft. Tja, tut mir leid, Frau Dr. Reuter. Aber ich als geständiger, kooperativer Mitangeklagter, ich kann zum... Ist Ihnen doch klar, dass von all dem kein Wort wahr ist, was Herr Wöller hier zum Besten gibt? Ja. Machen wir es kurz, Frau Reuter. Diese Fotos kriegt diese Skandalreporterin. Maria Gasser, Nachtexpress. Genau. Und die kennt sich ja hier aus, weil die war oder sie ist... Novizin einschleichen wollen. Wie bitte? Das stimmt leider. Ich schätze mal, so übermorgen klopft die Kripo an ihrer Tür. Oder? Oder? Wir einigen uns darauf, dass Sie Abstand nehmen, das Kloster zu schließen. Zumindest so lange, bis ich die Wahl gewonnen habe. Oh. 52 Zentimeter. 1486 Gramm. Mein Sohn. Ist er nicht goldig, so runzlig? Und ihn wie aus dem Gesicht geschnitten? Finden Sie. Ja. Trudemann, der sieht eher der Oma ähnlich. Hallo, du. So ein Menschenkind ist doch immer wieder wie ein Wunder. Schauen Sie doch mal. Nein, bitte nicht. Ach, nur Mut. Was hat sie? Keine Ahnung. Also, alles Gute, Herr Meier, und viele Grüße an Ihre Frau, ja? Ciao. So, hat alles geklappt. Jetzt, Herr Gick, jetzt zeigen Sie mir mal, wo ich das löschen kann, und zwar für immer. Löschen, aber... Ja, oder das soll ich dir aus Versehen fallen lassen. Also, wo? Hä? Dort am Papierkorb. Okay, jetzt alles löschen? Ja. Und hier drücken? Genau. Aha. Oh, na bitte, geht doch. Schade um die schönen Fotos. Wegmachen lassen wollte ich's nicht. Außerdem war ich sowieso schon im vierten Monat, als sein Vater mich hat sitzen lassen. Und dann... Dann habe ich das Baby einfach zur Adoption freigegeben. Mein Baby. Und das Einzige,
je kriegen kann, weil... Naja, jedenfalls seitdem, da hat das alles keinen Sinn mehr. Und als ich heute mit Schwester Agnes in der Kapelle war und die frischen Blumen auf dem Altar gestellt habe, da... Bitte lassen Sie mich bleiben, Schwester. Wenigstens versuchen muss ich es, weil sonst... Aber Sie haben doch gehört, Kloster Kaltental wird es bald nicht mehr geben. Egal. Nur, so kann ich nicht weiterleben. Ach nee, ich dachte, Sie sind verschollen. Dabei sitzen Sie gemütlich im Ochsen, noch dazu mit der Presse. Herr Wöller, bitte jetzt nicht. Wieso nicht? Ich habe gute Nachrichten. Das Kloster bleibt und Sie auch. Was? Ja, die Mutter Oberin hat mich zwar einen gemeinen, hinterhältigen, verlogenen und so weiter Abschaum der Menschheit genannt, aber letztlich hat sie doch klein beigegeben. Wie haben Sie das geschafft? Erpressung, ganz einfach. Gemeine, hinterhältige, verlogene Erpressung. Und womit? Je weniger Sie wissen, umso besser. Das Kloster bleibt? Das Kloster bleibt. Ehrlich? Ehrlich?